herzlich willkommen zurück zu Train Fever, der dritten Folge von Train Fever, hier auf Microhazard TV mit mir, dem Ice Dragon. So, in der letzten Folge haben wir hier endlich geschafft, die Brücken über die Straße und den Fluss zu bauen und das Gleis bis nach, was war das hinten, Liebenau? Ja, Liebenau, glaube ich, irgendwie so hieß der Ort. Ja, Liebenau. Zu verlegen, aber eingleisig, wir wollen natürlich zweigleisig haben und deswegen tun wir jetzt hier noch das zweite Gleis daneben packen. Das geht natürlich nicht, haben wir ja festgestellt. Und deswegen brauchen wir einen weiteren Kredit. Das ist natürlich, wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir nicht zu viel Kredit aufnehmen, weil sonst fressen uns die Zinsen auf. Ich sag's euch, wir können also maximal, könnt ihr glaube ich 10 Millionen aufnehmen. Aber dann fressen euch die Zinsen echt schon auf, also müsst ihr wirklich aufpassen. Also ich meine, ich spiele jetzt auf leicht eigentlich, also müsste es eigentlich ja leichter sein, aber mal gucken, ich traue dem hier nicht so ganz. So, später können wir hier noch Hochgeschwindigkeitstrassen bauen, die sind jetzt bis 120 km/h zugelassen, später geht es natürlich noch viel höher. Und wir müssen ja die schnelleren Züge, also die ICEs und so weiter zum Beispiel, auch sich bewegen können. Bei 120 sind die ja relativ mickrig sonst dabei. So, wir haben noch mal einen weiten Weg, wie ihr seht, es ist wirklich viel Fahrstrecke, die ich mir hier gebaut habe. Aber gleich haben wir geschafft. So, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir den Gleisanschluss. So, Signalanlagen bauen wir dann noch. Das machen wir dann noch. Und ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal ein bisschen um ÖPNV und Wilfrat. So, wir werden noch eine Straße hier, Verbindungsstraße vom Bahnhof hier quer rüber. Das ist vielleicht ganz gut, auch wegen ÖPNV technisch. Und da brauchen wir hier natürlich einen Bahnhof. Ich empfehle, den großen gleich zu nehmen am Anfang. Wenn ihr den Straßenbahnhof nehmt, könnt ihr dort meines Wissens auch Bus ranfahren lassen. Aber am Bus könnt ihr logischerweise nicht Straßenbahn ranfahren lassen. Also nehme ich immer den Straßenbahnhof. So. Dann haben wir jetzt direkt neben dem Bahnhof stehen. Das ist perfekt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht zwei Routen durchziehen. Ihr könnt euch auch wunderbar selber Wendeschleifen bauen, das ist relativ einfach zu handhaben. Ich mache mal hier eine Brücke rüber. Schon mal, bevor die das hier alles voll bauen. Wollen wir uns mal auch angucken. Damm geht natürlich nicht. Holzbrücke, naja. Steinbrücke sieht nicht schlecht aus. Eisenbrücke, nehmen wir die Steinbrücke, sieht am besten aus. So, dann haben wir nämlich hier schon eine Brücke rüber. Weil oftmals früher das Spiel das nicht selber bauen, also machen wir das mal vorab für das Spiel. Oh ne, meines Wissens baut ihr das auch. Aber wollten nur schon mal so vorgreifen beim Spiel. So, Wilfrat. Wendeschleifen könnt ihr euch selber bauen, das ist überhaupt kein Problem. Wir könnten einmal hier runterfahren, die Straße, und dann hier durch. Wir könnten das hier kreuzen lassen quasi. Eine Linie fährt hier lang. Die andere kommt von hier oben und fährt vielleicht den Weg und dann hier so und dann hier runter und dann hier rüber und hat hier unten eine Wendeschleife. Wendeschleife bauen wir uns selber, das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt die Straßen übrigens auch upgraden quasi, verbessern, so. Und dann könnt ihr einfach draufklicken und dann verbessert ihr diesen Straßenabschnitt. Und jetzt bauen wir uns mal eine kleine Wendeschleife. Können wir später natürlich, eigene Straßen könnt ihr übrigens später auch ohne Probleme wieder abreißen. Ein bisschen zu steil hier. So. Ziemlich dumm gewesen, das so gerade zu machen. Nicht genügend Platz. So. Aber ich mache das immer einmal so und dann das zweite wieder so und schon habt ihr eine kleine Wendeschleife quasi, wo ihr schön durchfahren könnt. Die andere machen wir mal hier drüben. Da machen wir jetzt immer erst noch ein Stück Straße raus, dass wir hier nicht das Ende gleich als Dings benutzen. Und setzen jetzt hier einfach wieder an und bauen uns hier noch eine kleine Wendeschleife. So, aus dem Taxi stand so ein bisschen immer. So, hier oben brauchen wir natürlich keine, aber was wir noch brauchen ist ein Depot und dann nehmen wir mal das Straßenbahndepot. Aktuell gibt es eh nur die Pferdebahnen, aber das können wir ganz prickelnderweise gleich hier hinten am Ende des Bahnhofs hinsetzen, da passt das ganz gut. So, jetzt müssen wir natürlich noch Gleise verlegen, weil wir brauchen ja Straßenbahngleise. Was war das hier, ne? Tramgleise, genau. Gleis könnt ihr einfach hier verlegen, kostet natürlich auch was die ganze Zeit alles. So, dann haben wir hier mal eine Route liegen. So, und jetzt überlege ich, ob ich die jetzt hier durchjage oder hier. Ich glaube, ich lag die hinten durch. Hier, durch den hinteren Abschnitt, durch die hintere Straße.
Und dann machen wir hier den Knick und gehen hier runter. Kann ich Schaden ein bisschen mehr abzugreifen manchmal. So, dann können wir das hier nämlich wunderbar einfach auf eine Wende schleifen, der Kleine. Könnt ihr rechts rum, links rum, wie ihr wollt, durchfahren. Die Weichen werden ja quasi in Anführungsstrichen Weichen werden ja automatisch gelegt. Und die zweite Route, die lassen wir hier runterfahren. Hier werden auch später überall Häuser und Straßen entstehen, Querstraßen hier drin, denke ich. Und also müsste. Und so, die lassen wir hier gerade durchfahren und die fährt dann genau hier hinten zur Wendeschleife. Na komm, so. Haben wir auch. Jetzt brauchen wir natürlich nur Haltestellen. Nehmen wir jetzt natürlich die kleinen Haltestellen. Und hier oben brauchen wir jetzt aktuell natürlich keine, hier auf dem langen Stück natürlich auch noch nicht. Aber ihr könnt die später ergänzen einfach zusätzlich noch. So, wenn ihr die gegenüberstellt, dann werden die auch zusammen als eine Haltestelle betrachtet. Und wir wollen den Abstand nicht zu groß, aber auch nicht zu klein machen. Machen wir hier wieder, so. Dann hier nochmal. Und dann natürlich hier, das ist natürlich die Umsteigehaltestelle. Dann hier. Und dann vielleicht nochmal hier. Und natürlich eine innerhalb, wenn es geht hier gerade irgendwie. Geht gerade nicht, ist natürlich jetzt ungünstig. Hat ein bisschen zu eng gebaut, wie ich gerade sehe. Ich kriege jetzt hier keine Dings hin. Keine Haltestelle. Ich muss die ein bisschen größer bauen, die Schleife. Dass ich da auch eine Haltestelle reinsetzen kann. So, wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt eine rein. Ja, wunderbar. Beiden Seiten. Perfekt. So, setzen wir die Straße mal wieder, also das Gleis mal wieder rein. So, jetzt mal gucken, ob wir das hier hinten auch hinkriegen. Ja, hier kriegen wir auch so eine Haltestelle rein. Na, ist ja schön. So. Klar, so die andere Route noch vorbereiten in Hülfrath. So, und dann vielleicht da noch. Und hier ist viel Freizeit, seht ihr, diese Parks und so. Das ist Freizeitangebot. Es gibt hier Arbeiter, Einkauf und Freizeit. Das kann ich gleich noch mal alles zeigen. Das ist relativ wichtig, das zu beachten. So, jetzt haben wir das aber schon mal fertig. Ich kann das mal zeigen, indem ich hier nicht mal auf rauszoome und auf den Stadtnamen klicke. So, ihr seht jetzt die Übersicht Bevölkerung, so Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätze, Freizeitmöglichkeiten. So, Linienbenutzung, aktuell 0%, klar, haben wir noch keine Linien gebaut. Güterbedarf, so viel ist gedeckt, so viel ist Bedarf. Und hier unten dann gibt es noch Datenkarten. Hier ist eine Cargo-Karte. Da könnt ihr jetzt sehen theoretisch, wie Cargo transportiert wird, zum Beispiel hinten Öl transportiert über die Straße. Also sollte vielleicht mal eher in den Live-Modus gehen. Ich hatte gerade auf Pause gehabt, das Spiel immer noch. Und das ist jetzt uninteressant. Landnutzung ist ganz interessant. Hier seht ihr nämlich, wo Industrie ist. Ach, es gibt vier Bereiche sogar, klar. Grün ist Wohnung. Da wohnen die ganzen Leute quasi, in den ganzen blauen Bereichen wird gearbeitet, das heißt, die können wunderbar von hier unten in den Arbeitsbereich fahren oder auch umsteigen, dann wie auch immer. Rot ist Geschäftsbereich, hier können sie einkaufen gehen, das können sie mit beiden Linien theoretisch machen. Und gelb können sie Freizeitangebote erreichen, ist also wunderbar. Es gibt auch noch die Höhenlinien, falls euch die interessieren, die Höhenangaben. Zur Langzeitroutenplanung natürlich auch ganz interessant, dass man da ein bisschen gut, dass man auf einer Höhe bleibt, dann hat man nicht so den Geschwindigkeitsverlust. So, aber genug gequatscht jetzt in Richtung der Datenkarten. Wir wollen jetzt mal eine Linie endlich mal eröffnen und das machen wir über dieses Menü. Hier haben wir die Linienverwaltenkarten, da sind bisher noch natürlich noch keine Linien drin. Übrigens, wenn ihr das Fenster ganz oben an den Rand macht, dann könnt ihr da oben nicht mehr mit der Maus die Karte scrollen. Wenn ihr aber nur ein kleines Stück Abstand lasst, dann geht das noch. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, aber ist halt einfach so. So, wir wollen eine neue Linie machen. Ihr braucht das nicht zuordnen, der macht das automatisch. Aktuell steht noch nicht da, was es für eine Linie ist, ob es eine Straßenbahn oder was ich was ist. Könnt die Farbe natürlich auch bestimmen, aber das lassen wir erstmal. So, wir wollen Haltestellen hinzufügen. Dann fangen wir jetzt hier an. Und dann habt ihr so eine ganz tolle Linie. Klickt am besten immer direkt auf die Haltestelle selbst, aufs Häuschen, wenn es geht. Kann natürlich auch aufs Schild klicken, aber wenn ihr aufs Häuschen klickt, dann ist es nämlich gerade besser wegen dem Hin- und Zurückfahren. Die jetzt genommen, ja, ihr könnt auch einfach hier irgendwo hinklicken, das ist ja, einfach hier, zack, sieht da am Eisenweg, natürlich
Drosselweg und jetzt gehe ich wieder zurück über Meisenweg. Grüner Weg, Goethestraße, im Winkel, Schulstraße, Tulpenweg und dann kommt man natürlich wieder hier zur ersten Haltestelle, zum Wülfrath-Haltepunkt, den werden wir noch umbenennen. Das klingt jetzt nochmal Bahnhof draus. Also Linie 1 könnte man natürlich auch einen Namen geben, lassen wir erstmal stehen, ich werde die Haltestelle hier umbenennen. Das gefällt mir nicht, das ist Wülfrath-Bahnhof, machen wir jetzt da einfach draus. Schreiben wir hier Bahnhof hin. So. Ich weiß nicht, ob die Route das selbstständig gewechselt hat, die Linie, den Titel müsste, aber es ist Wülfrath Bahnhof, genau. So, die könnten wir schon direkt fahren lassen. Kaufen wir ein paar Trams, das sind natürlich Pferdetrams noch. 5 Passagiere, 15 km/h ist natürlich ein Witz. Ein bisschen Geld haben wir noch, kaufen wir erstmal 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Ach, mal 5, okay, egal. Jetzt können wir zuweisen alle, sagen wir einfach alle auf Linie 1. Und dann starten die jetzt einer nach dem anderen hier raus. Gibt keinen Fahrplan, die kommen einfach, wie sie kommen. Aber wichtig ist die Durchschnittsfahrzeit. Die könnt ihr euch anzeigen lassen, die Durchschnittsfahrzeit, also nicht die Durchschnittsfahrzeit, sondern die Taktzeit. Also es gibt, kommen etwa alle 2 Minuten und 27 Sekunden eine Bahn. Und hier sind sie übrigens unterwegs, die ersten da links. Könnt ihr euch angucken, könnt ihr auch offen lassen, das Fenster könnt ihr einfach hinschieben. Könnt ihr natürlich hier auch anhalten lassen, ihr könnt wenden lassen, ins Depot schicken, anderer Linie zuweisen. Könnt ihr alles direkt machen. Ihr seht für jedes einzelne Fahrzeug auch die Finanzen. Es ist für jedes einzelne Fahrzeug. Genau, das ist direkt für das Fahrzeug. Und wenn ihr natürlich in Linien liegen seid, seht ihr die Finanzen für die gesamte Linie. Hier seht ihr auch alle Fahrzeuge ins Depot schicken und verkaufen, alle nur ins Depot schicken oder die Linie einfach nur löschen. Das ist automatischer Fahrzeugersatz, falls Fahrzeuge zu alt werden, müssen die irgendwann ersetzt werden. Jetzt machen wir einfach eine zweite Linie. Die ist dann nahe dunkelgrün. Toll. So, Haltestelle hinzufügen, so Wülfrath Bahnhof, Bachstraße, Feldstraße, Ahornweg, Goethestraße, Kapellenweg und Industriestraße. Und hier hinten zum Wenden nehmen wir dann die Poststraße. Und dann geht es natürlich wieder auf selben Wege zurück. Wenn ihr an den Haltestellen zwischendurch was ändert, müsst ihr manchmal kontrollieren. Manchmal ändert sich die Routenführung so ein bisschen, dann ist die ein bisschen tricky. Aber das lässt sich noch handhaben. So, hier können wir jetzt noch 4 kaufen, weil mehr Geld haben wir nicht. 1, 2, 3, 4. Für einen 5. reicht nicht mehr. Fehler, nicht genug Geld. So, und alle zuweisen auf Linie 2. Und dann können wir gucken, ob hier die Taktzeit besser oder schlechter ist. Sie ist schlechter. Das heißt, wir nehmen nochmal Kredit auf. Ich hätte gern nämlich dort auch dieselbe oder annähernd selbe Taktzeit. So. Genau, 1,47, 1,49. Wunderbar. Die laufen jetzt vor sich hin. Hier warten schon die ersten Fahrgäste. Hier können wir sehen. Die bringen uns dann natürlich Geld. Das ist wichtig. Sehr wichtig. Weil wir haben jetzt hier eine Bahnanlage gebaut. Der Bahnhof schluckt uns wahnsinnig viel Geld an Wartungskosten. Und Signalanlagen haben wir auch noch nicht. Die sind aber relativ günstig. Aber wir haben auch noch kein Zugdepot. Und wir haben auch noch keinen Zug. Und natürlich haben wir auch noch keine. Hier wären sogar mehr Einwohner gewesen, oder? Ja, hier wären mehr gewesen. Na gut, das machen wir demnächst. Dann werden wir dann hier nämlich auch dafür sorgen, dass hier auch demzufolge eine ÖPNV stattfindet. Dafür werden wir hier schon mal einen Bahnhof platzieren, bevor hier alles vollgebaut ist. Gucken, ob wir irgendwo noch einen großen unterbringen können in der Nähe vom. Ja, hier. In der Nähe vom Bahnhof. Wir drehen mal. So. Die müssen laufen wirklich rüber, ne? Also die laufen dann halt auf der falschen Seite, den Straßenbahnhof fahren. So, wir können natürlich auch hier drüben platzieren, aber hier drüben ist, glaube ich, weiter zu laufen. Platzieren wir dann hier. So, platziert. Und genau, da können dann nämlich schön die Leute fahren. Können wir hier auch schön Linien durchziehen. Müssen wir mal gucken, wie wir die am besten. Wir haben nur eine Brücke aktuell, wir haben noch eine zweite hinbauen hier vorne irgendwo. Macht Sinn. Können wir eine Linie so rumfahren, eine über die Brücke fahren lassen und dann wird man hier irgendwie durch. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier am besten einordnen. Aber das machen wir noch. Auf jeden Fall.
So, ich habe meines Wissens schon wieder vergessen, die Uhr zu starten. Und ja, da bin ich richtig gut drin im Vergessen des Uhrstartens. ja, ich hoffe, ihr habt hier trotzdem Spaß. Die Folge müsste so gut wie zu Ende sein, aber wir gucken mal noch ein bisschen, ob hier auch ein bisschen Ertrag zustande kommt. Da gibt es schon 2000. Also, die Linien machen aktuell noch Minus. Ihr könnt natürlich auch die einzelnen Fahrzeuge immer gucken, ob die schon Ertrag gemacht haben. Dieses Jahr noch ein Minus, dieses Fahrzeug. Dieses hat auch noch Minus. Speichert er gerade. Wenn er speichert, ist immer ein kurzer Hänger drin, also nicht wundern. Ja, der ist. Ach, er hat einen Jahreswechsel. Das Fahrzeug 3, 4 und 5 können wir noch aufrufen. Also, da hatten alle Minus gehabt. Aber der hatte hier Einnahmen. Der hatte ein bisschen Einnahmen, das eine Fahrzeug. Als einziges Fahrzeug hat es Einnahmen. Jedenfalls bei dieser Linie. Gucken wir mal bei der anderen Linie noch genau. Ja, ihr könnt jetzt ein Zig-Fenster aufmachen und überall gucken, ob hier irgendwo Einnahmen waren oder nicht. Er hatte 2000 Einnahmen. Der hat im Plus gemacht, das Fahrzeug. Als einziges das Fahrzeug im letzten Jahr im Plus gemacht. Ja, jetzt müssen wir hoffen, dass hier natürlich wir dann auch was davon haben. Wenn ihr das Linienfenster zumacht, werden die Linien auch ausgeblendet. Wenn ihr es wieder ein- und anmacht, werden natürlich die Linienführung, dieses Gelb und das Grüne jetzt wieder eingeblendet. Jetzt sind die auch klassifiziert als Straßenbahnlinien. Wenn ihr jetzt guckt hier auf Tram, dann zeigt ihr euch die an und bei Straßen und Eisenbahn natürlich nicht. Ich habe meistens immer alle Linien anzeigen, das ist meistens sinnvoller. Die Städte wachsen hier wirklich. Also das ist ein dynamischer Stadtwachstum. Seht ihr, ist jetzt zum Beispiel hier ist jetzt gerade schon ein bisschen, glaube ich, falsch dazu gekommen. Das könnte alles noch bebaut werden. Hier kann man hier auch noch mal Linie durchziehen vielleicht. Oder hier drüben werden die auch immer noch anfangen zu bauen vielleicht. Also oder um den Bahnhof hinten rum noch irgendwelche Straße lang ziehen würden. Wir können, haben gerade kein Geld. Wir sind jetzt im Minus wieder, weil wir müssen ja natürlich Finanzen hier, die Zinsen, ne, 46.000, die müssen wir natürlich erstmal wieder reinkriegen. Ne? Und da haben wir ja die ganzen Betriebskosten für die Straßenbahnen, jetzt für den Gebäudeunterhalt. Also es kostet jetzt schon was. Ne? Baukosten hatten wir jetzt dieses Jahr, jetzt hat er gerade erst angefangen, noch keine natürlich, aber neue Fahrzeuge auch nicht. Aber Betriebskosten haben wir jetzt natürlich immer schön. Einnahmen, wie jetzt aktuell mit 13.000 noch eindeutig zu wenig. Aber das Jahr hat erst angefangen. Also, aber die Betriebskosten, die steigen, kommen noch. Also, die werden immer monatlich oder vierteljährlich abgezogen. Aber ein bisschen Geld machen, weil ich hoffe, dass uns jetzt der Kredit nicht auffrisst. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir erstmal Geld kriegen. So ein bisschen mit dem ÖPNV. Klar, ein Zug würde uns jetzt natürlich mehr Geld bringen. Aber die Zeit dafür, also das Geld dafür haben wir aktuell nicht wirklich. Ihr müsst jetzt natürlich einen Kredit wieder aufnehmen, um jetzt überhaupt das wiederum machen zu können. Also um einen Zug zu organisieren. Und das würde den Kredit wieder in die Höhe treiben. Und ja, also müssen wir gucken, ob wir jetzt am Jahresende quasi hier einen Plus haben wieder. Und dann können wir wunderbar weiterarbeiten. 63.000 Minus, das ist ja ist noch eine ganze Hausnummer, aber das werden wir hinkriegen, denke ich. Die etabliert sich hier erst noch die Linie, mal gucken. Linie 1 macht schon 5.000 plus aktuell. Linie 2 ist noch im Minus. Ja gut, aber das ist jetzt nur die einzelnen Linien. Das sind ja halt nicht jetzt die Finanzkosten, das sind die Betriebskosten der Fahrzeuge zwar mit drin, aber das ist nicht der Gebäudeunterhalt mit drin. Straßenbahn, die Betriebskosten werden da rausgerechnet, aber halt ja. Gut, ich denke, ich habe genug gequatscht, habe euch ein bisschen was gezeigt in der Folge wieder, denke ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Train Fever und bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!